Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Hook. Ja, Copyright 1991 ist so Ende NES-Area, sagen wir mal so. Ich kenne das Spiel wie so oft noch nicht und lerne es zusammen mit euch kennen. Ja, schauen wir mal, was haben wir da? Start, Continue, Highscore, Sound, Einspieler. Okay. Springen wir einfach direkt mal rein. Da ist schon die Fee. So gut. Aha, was kann ich da? Ah, da kann ich eine Richtung auswählen. Okay. Geistermine. Ich gehe nach Norden. Okay, kann ich nicht. Gut, dann gehe ich immer in den Wald. Kann ich nicht stechen? Wieso ist der... Wie kann ich den platt machen? Wie oft muss ich den denn treffen, bitte? Das ist ja Wahnsinn. Ah, Fee. Hallo Fee. Bringt mir das irgendwas, Fee? Select bringt nichts. Start ist Pause. Okay. Da schießt nur da oben wieder einer. Warum kann ich den nicht jetzt... Die Kollisionsabfrage ist irgendwie seltsam. Was ist das? Irgendwas habe ich eingesammelt. Mal schauen, kann ich darüber springen, mich da draufhängen? Ja, das geht. Interessant, das Springen funktioniert erstaunlich gut. Ach, du musst einsammeln. Okay. Das Springen funktioniert erstaunlich gut, aber das Kämpfen, weiß ich nicht. Da bin ich... Noch nicht so richtig. Ah. Ja, komm schon. Wieso? Wieso haut er nicht? Er haut doch... Das ist komisch vom Timing, ja. Ui, Schlange. Kann ich die platt machen? Stirb, Schlange. Nein. Muss man so durch, glaube ich. Okay, bist du böse oder gut? Oder kann ich auf dich draufspringen? Nein. Okay, ja, woher soll ich das wissen? So, da, was ist das da? Das da, was, wieso darf ich da nicht draufspringen? Das schwimmt das am Wasser, wo ich nicht drauf springen darf. Von hinten, ganz feige. Und wieso treffe ich ihn nicht? Geh bitte, das gibt's doch nicht. Ja. Wieso kann ich den nicht platt machen? Ah, stirb. Der stirbt einfach nicht. Okay, ich versuche mal eine andere Richtung. Geistermine. Schade, weil das Springen funktioniert echt gut. Warum haut das mit dem Hauen nicht hin? Was ist mit dem Geist? Darf ich den berühren? Wahrscheinlich nicht. Kann ich da rausspringen da? Ich muss einsammeln da. Sound ist ja interessant für NES. So, kann ich denn jetzt dieses Zombie da, Dingsy da, jetzt da platt machen? Geist kann ich nicht platt machen, okay. Zombie. Was ist jetzt los? Stirb, Zombie. Also, das Hauen ist ja... Sein Jammer ist noch untertrieben. Das ist einfach... Das funktioniert einfach nicht. Na? Das ist einfach Schrottmechanik. Tut mir leid, aber... Guck da mal da runter.
Weil die spielen wenigstens mit. Kann ich auch nicht platt machen, sonst killt mich. Wofür habe ich diese Waffe, wenn. Ne. Nette Animation, aber. Aber nicht so trotz, ist das Game eigentlich Schrott, weil. Aha. Habe ich noch irgendeine andere Auswahl? Nein. Ich gehe mir noch mal zu dem Wald. Ich versuche einfach allen Gegnern aus dem Weg zu gehen. Mal schauen. Wie weit diese Strategie funktioniert. Vielleicht ist es ja so gedacht. Ich weiß es nicht. Finde es auf jeden Fall komisch. Schlange kommt runter. Schlange kommt noch runter. Yoga, Heinzi. Darf sich da verabschieden? Und wo, da darf ich jetzt nicht drauf springen, oder was? Oh ja, es geht. Okay. Nein, die Schildkröte. Warum geht die Schildkröte unter? Bitte. So, nochmal. Schildkröte geht unter. Ich hüpfe drauf. Danke für den. Da kommt so ein Erdball, warum auch immer. Nervt. So, da. Da ist ein Apfel. Ein fettes Schnitzel. So. Das bringt nichts. Das Horn bringt nichts. Okay. Gebe schon auf. So, da. Und der da drüben ist, hüpfe ich. Ah, ich wollte darauf hüpfen. So. Ich konnte nicht mehr auf dieses Holz hüpfen. So, essen. Schildkröte geht hier unter vorher, bevor ich rauf kann. Na da. Danke, Herr Schildkröte. Nein. Wieso? Die Kollisionsabfrage ist. So fragwürdig ist noch die Untertreibung des Tages. So, was macht der da? Ja, geh komm. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Es fühlt sich einfach nicht gut an, weil es ist einfach nur kämpfen, weil die Steuerung mit nicht funktionierenden Steuerung. Aha. Die Bananen sind gut oder was? Ah nein, da rutsche ich raus auf der Banane. Was ist das da? Oh, der sticht mich da. Exit. Kann ich noch nicht rausgehen, okay. Aha. Auf diesen Dingsies kann ich da anscheinend doppelt hüpfen. Kann ich den Affen hauen? Nein, kann ich nicht. Da unten wäre Essen gewesen. Ah, das, ich dachte, ich kann drauf hüpfen. Falsch gedacht. So, da rauf da mit dir. Nein! Ausgerutscht. Nein! Okay. So geht's auch. Was macht diese Feder? Das ist. Die verwirrt mich ein bisschen, das verstehe ich nicht. So, da haben wir auch zum Schießen und verzupft sich da mal ein bisschen, ha? So, da kommt meine Richtung. Führe dich drüber. Sammel den Schrott an. So, da. Was auch immer das schon wieder ist. Brauch kein Essen. Weiter geht's. Zu den Schlangen. Ah! Ich gleich erwischt. Springe ich drüber. Da muss ich instant hüpfen, aber es geht nicht. Dumm. Wirklich einfach dumme Steuerung. Da, Ball, hüpfe ich wieder drüber. Ja, grafisch wäre es eigentlich auch ganz hübsch, das Spiel. Wenn ich die Steuerung nicht so vermurkst wäre. Das ist echt schade.
Tada. So, Schildkröte. So, langsam komme ich auch mit der Steuerung ganz gut zurecht. Abgesehen von diesen komischen, ja, wie ist Lags, wie sollte man das nennen? Keine Ahnung. So, na. Warten, bis der in die andere Richtung geht. Ist ein bisschen eine Sam Fischer Aktion, ja. Schleichen ohne Ende. Ah, das gibt da sonst nichts. Geh, komm, lass mich in der Ruder. Lass mich auch klären. So. Habe ich jetzt alles eingesammelt? Kann ich jetzt ins Exit gehen? Tatsächlich. Level 1 geschafft. Hab nicht mehr damit gerechnet. Wirklich nicht. Ich spiele das Spiel schon 11 Minuten. Tja, warum wohl? Weil eigentlich wäre es kein schlechtes Spiel. Das Problem ist nur die Steuerung. Never Tree. Schauen wir uns das noch an. Schauen wir uns das noch an und dann war es das wieder für heute. Hook. Naja, selten so viel verschwendetes Potenzial gesehen wie bei diesem Spiel. Wenn man da die Steuerung besser hinbekommen hätte. Ist das ein Feind oder was ist das da? Was ist das? Weiß man nicht. Ah, da kann man Basketball spielen. Oh, wie cool ist das denn? Boah, das ist ja Urland. Das finde ich immer eine super nette Idee. Schön, dass ich das noch entdeckt habe. Ja, wie gesagt, das Spiel hat einfach wirklich ganz viel verschwendetes Potenzial. Es ist furchtbar. Ich möchte noch einen Korb werfen. Es ist wirklich cool, dass es geht. Was ist da? Balljumps! Ja, es wird ja immer besser hier. Weil dass man diese Gegner nicht gescheit bekämpfen kann. Also sind da alle Leiter. Ja, was ist da unten irgendwas? Kirsche? Da noch was? Händelhaxen? Alles wird aufgemampft hier. Dieses Blatt da links schaut ein bisschen verdächtig aus. Auch interessante Mechanik hier. Sieht das aus? Nein, es geht sich nicht aus. Ah, verstehe. Ich muss darauf. Nochmal. Ah, dann nach rechts. Okay, ich versuch's nochmal. Nein, es geht nicht. Warum geht's nicht? Warum spreche ich heute so viel im Dialekt? Ich weiß es nicht. Na, komme ich nicht durch. Okay, muss ich anders vorgehen. Was ist das? Ah, das dachte, das kann ich einsammeln. Na, Irrtum. Irrtum geht nicht. Okay, schauen wir mal da runter. Das ist wieder so ein Wallride-Ding. Ich glaube, dass man auf dieses Blatt vielleicht drüber hüpfen kann. Und hat das noch so einen Ball? Nicht darauf irgendwie? Na, geht sich nicht aus. Geht sich nicht aus. Jetzt hätte ich aber doch noch Lust, eine kleine Runde zu zocken. Ich probiere es noch einmal, Also ihr seht, der Titel hat schon was, also sonst hätte ich schon aufgehört. Das hat schon irgendwie was, das Game. So, über sie drüber.
Werde ich die Übung etwas schaffen kann da? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Mann, da hilft das Hüpfen nicht. Wenn ich darüber versuche zu springen, es geht sich gleich nicht aus. Ich probiere es mal. Voll Anlauf. Nein, es geht sich nicht aus. Ah, ja, die killen mich da auch noch gerade, klar. Schweinebacken, elendige. Ja. Schweinsbraten holen wir noch da. So, ich bin da ganz drüben vielleicht. Was ist das? Jetzt gleite ich da runter, ohne mich bewegen zu können. Interessant. Hält mich diese Feder eigentlich oder macht die irgendwas? Weiß man nicht. Die da von hinten vielleicht? Na. Keine Ahnung. Kirsche. Wallride hier rauf. So da. Wallride, Walljump natürlich. Egal. Wisst schon, was ich meine. Aber irgendwie muss ich da durchkommen. Na. Muss ich vielleicht so einen Ball mitnehmen und da drauflegen? Ist jetzt mal so eine Idee. Geht das überhaupt? Na komm, Ball. Kann ich die mitnehmen darauf? Ja, das geht. Geh weg, du Blödsinn. So, dann darauf. Ein Basketball in der Hand. Okay, kann ich den da jetzt irgendwie ablegen? Na, der liegt jetzt da drin, der Ball. Na, schade, dass das nicht so ein Rätsel ist. Jetzt habe ich es geschafft. Wieso ist es jetzt gegangen? Nichts anders gemacht als der anderen Male. Mei. Schlechte Kollisionsabfrage. Wohin das Auge blickt bei diesem Spiel, leider. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Wobei, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das hofft mich schon wieder da runter. Den Caster wieder eingesammelt. Nein, ich möchte da nicht ganz runter. Kann ich dieses Fee vielleicht mit Select einsetzen irgendwie oder so? Nein. So, ich mach's nochmal. Ganz am Rand gehen. Ja, man muss ganz am Rand gehen, dann geht es sich aus von der Kollisionsabfrage her. Tja. Und da fliegt der was runter auf mich. Egal. Gleich nochmal. Und gleich nochmal. Schaut, dass die Gegner davon nicht beeinflusst werden, von dem Zeug, was da runterfliegt. Sondern da ist vorher noch. Da gibt es noch was zum Einsammeln. Schweinsbraten. So, da rein ins Körbchen. Nein, nicht das gegangen. Komm schon, rein ins Körbchen. Nein, zu weit. So. Ein Skörbchen? Nein, ich muss springen, okay. Man muss es mit Springen machen. Nein, zu nah, zu weit weg. So, von da vielleicht. Jawohl. Wie oft muss ich das machen? Weiß nicht, ich versuch's nochmal, vielleicht bringt es öfters irgendwas. Wow, das ist eine Biene. Und gar keine, sie ist nicht flaut, das ist keine flaute Biene. Definitiv keine flaute Biene.
Weiß nicht, dass wir was bringen, diese Bienen. Töten mich die irgendwie ein bisschen? Das nicht. So, da. Ach, geh! Komm schon! Das ist wieder eine super Game Design Entscheidung. Genau dort, wo der hinspringt, haben wir ihm einfach mal was für die Füße. Ganz supi. Das lieben alle Spieler, weiß man doch. So, aber ich schalte jetzt vielleicht noch ganz nach rechts und dann lasse ich es für heute. Was ist da rechts noch? Ist da noch irgendwas? Ich da noch irgendwas Cooles? Ansonsten würde ich es jetzt dann lassen. Ah, die Neugier. Die Neugier ist halt der Hund. Ah. Sehr gut. Ist da. Kirsche. Ah, die haut mir voll mit der Faust in die Schnauze. Und da. Rüberhüpfen. Boah, nö, geht nicht. Jetzt bin ich da unten wieder. Aha, da bin ich jetzt wieder da. Okay. Da ist kein Exit in der Nähe. Na, da bin ich wieder da. Okay, ich suche jetzt das Exit nicht mehr. Es reicht mir. Ja. Das war Hook am NES. Gar nicht so schlecht. Schade. Schade, dass die Kollisionsabfrage so mies ist. Ja, den hätten wir einfach dann noch ein bisschen Zeit rein investiert. Also ein bisschen. Wahrscheinlich ist es noch richtig viel Arbeit, wäre es wahrscheinlich noch gewesen, da die Kollisionsabfrage aufzupolieren. Aber hätte man sich hier Zeit gelassen, wahrscheinlich ist einem einfach die Zeit ausgegangen. Könnte ich mir vorstellen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ein Spiel mit so viel Potenzial, ganz gut durchdesignt, nette Ideen drinnen, aber die Kollisionsabfrage leider nicht von dieser Erde. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen. Da unten unbedingt abonnieren und da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Ich habe nämlich schon so viele NES-Games gezockt. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, Daumen hoch da lassen und Kommentare. Überhaupt das Wichtigste. Ich freue mich immer, wenn ihr über die alten NES-Games mit mir ein bisschen diskutiert. Ciao, Leute, baba.